Wenn hierzulande US-amerikanische Entwicklungen aufgegriffen werden, geschieht das oft überspitzt und oberflächlich. Debatten werden einfach importiert, ohne ihren spezifisch amerikanischen Kontext zu bedenken. Das droht auch für die Rassismusdebatte. Servus, mein Name ist Amar Dussault. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Grundlagen des Rechts an der Bucerius Law School. Sind Recht und Rechtswissenschaften in Deutschland strukturell rassistisch? Wenn wir das Recht fragen könnten, bist du rassistisch? Dann würde das Recht antworten können, nein, wie kommst du darauf? Von mir sind alle Menschen gleich. Das steht sogar in meiner Verfassung. Und da steht auch, niemand darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt werden. Wir müssten dann vielleicht entgegnen, reicht es schon? Kann ich auch unter dem Deckmantel dieser formalen Rechtsgleichheit Rassismus stattfinden? Aber was ist eigentlich Rassismus? Nach dem alten Rassismusbegriff hätte man dem Recht seine Selbstbeschreibung wahrscheinlich abgekauft. Man hat ein enges Verständnis von Rassismus gehabt. Rassismus nannte man eine Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer zugeschriebenen Rasse. Zentral war dabei eine gewollte, häufig staatlich bewirkte Benachteiligung. Aber auch Benachteiligungen, die von besonders böswilligen einzelnen Individuen ausgingen, zum Beispiel Hate Crimes. Solche Formen der Repression hat unser Rechtsstaat Gott sei Dank weitgehend überwunden oder zumindest klar verboten. Gleichzeitig haben wir aber gemerkt, dass Ungleichheiten verblieben sind, die sich auf ethnische Merkmale zurückführen lassen. Deswegen haben wir heute ein eher weites Verständnis. Wir verstehen Rassismus als ein gesellschaftliches Machtverhältnis, als negative Effekte unserer Kultur und unserer Institutionen, die überhaupt nicht gewollt sein müssen. Dieses moderne, weite Verständnis hat zwei ganz wichtige Vorteile. Erstens, es passt zur Komplexität unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft. Bei uns findet nicht einfach offene Repression statt, sondern Ungleichbehandlungen sind schwerer erkennbar und dadurch auch schwerer zu lösen. Zweitens, es entlastet vom moralischen Vorwurf. Wir sind alle Rassisten, weil wir in rassistischen Kontexten groß geworden sind und leben. Wir existieren also in Strukturen, in denen Ungleichbehandlungen aufgrund von vermeintlichen Rassemerkmalen noch immer präsent sind. Manche Abläufe unseres Rechts können ein Teil dieser Strukturen sein. Denn Recht ist nicht nur ein neutrales Regelsystem, es ist auch ein Herrschaftsinstrument, ein Machtmechanismus, aber auch, weniger pessimistisch formuliert, eine Kulturleistung. Kultur, damit meine ich die Gesamtheit der symbolischen Effekte und Codes einer Gemeinschaft. Von der Sprache über die Alltagspraktiken bis zu den Institutionen und Wissenssystemen. Kultur ist also ein kollektives Bedeutungsgeflecht, ein Sinnuniversum. Unsere Welt ist das Ergebnis von Symbolen und Praktiken, die Bedeutung und Sinn erschaffen. Das Recht ist ein Teil dieser symbolischen Ordnung. Es ist eine der symbolischen Wirklichkeiten, mit denen wir unsere Welt strukturieren und auch von ihr strukturiert werden. Es gibt also eine Wechselwirkung vom Recht und seiner Umwelt. Und die heißt eben, dass das Recht auch vorhandene rassistische Effekte transportieren kann. Wir können also festhalten, dass unser Verständnis differenzierter geworden ist. Unser Recht ist nicht mehr bewusst, nicht an sich rassistisch. Aber in den Abläufen des Rechts können rassistische Momente auftreten. Häufig dann, wenn die formale Gleichheit des Rechts auf soziokulturelle Wirklichkeiten stößt, in denen keinesfalls Farbenblindheit herrscht. Was kann die Rechtswissenschaft aus der Black Lives Matter-Debatte lernen? Aus der Black Lives Matter-Debatte können wir zwei ganz wesentliche Lektionen lernen. Erstens, Rassismus ist ein Faktum, auch in der westlichen liberalen Demokratie wie den Vereinigten Staaten. Das hat in Deutschland zu mehr Akzeptanz für dieses Faktum geführt. Und dadurch ist auch mehr Raum für die Sichtbarkeit von People of Color im öffentlichen Diskurs entstanden. Wir haben bemerkt, dass es in Deutschland auch schwarze Menschen gibt, sogar schwarze Bayern wie mich. Die zweite Lektion ist komplizierter. Um die zu ziehen, müssen wir unsere Perspektive anpassen. Wir dürfen nicht zu vereinfachend unsere Zustände auf die amerikanischen beziehen. Wenn hierzulande amerikanische Entwicklungen aufgegriffen werden, wie etwa die Black Lives Matter-Debatte, dann passiert es oft überspitzt und oberflächlich. Wir importieren einfach die Standpunkte,
ohne ihren spezifisch amerikanischen Kontext zu bedenken. Und es droht auch für die Rassismusdebatte. Während der eine Teil der Bundesrepublik sich in einer Retropie verortet, in der brave Gendarmen Störenfriede jagen, sagt sich der andere, bei uns sei alles genauso wie in den USA. Die Polizei, womöglich der ganze Staat, eine fundamental rassistische Institution. Wir brauchen stattdessen ein eigenes Verständnis der Rassismen im Deutschland des 21. Jahrhunderts, deren Realität in der Mitte dieser beiden Extreme liegt. Gibt es konkrete, realistische Handlungen, die Besserung versprechen? Was man konkret tun kann, muss man immer anhand einer konkreten Frage zeigen. Ein symptomatisches Beispiel für rassistische Diskriminierung bei uns bietet das Polizeirecht, nämlich das sogenannte Racial Profiling. Racial Profiling heißt im Wesentlichen, dass Polizisten auf äußerlich erkennbaren, ethnischen Merkmalen beruhend, etwa der Hautfarbe, Menschen als verdächtig einschätzen und verstärkt kontrollieren oder verfolgen. Die diskriminierenden Effekte sind klar. Die betroffenen People of Color werden zum Außenstehenden und latenten Missetäter gemacht und sind einer potenziell ständigen Bedrohung im öffentlichen Raum ausgesetzt. Das hat negative rechtliche, psychologische und gesamtgesellschaftliche Effekte. Wie kann man das lösen? Es gibt in der Polizeirechtswissenschaft verschiedene Ansätze zur Lösung und einen davon möchte ich kurz vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie werden zu Unrecht Opfer von Racial Profiling und wollen dafür jetzt eine Entschädigung. Dann müssen Sie in einem Rechtsstreit nachweisen, dass der betreffende Polizist aus rassistischen Gründen gehandelt hat. Das Problem ist aber typischerweise, dass es eine Informationsasymmetrie gibt. Denn ein Polizist wird immer in der Lage sein, neben der Hautfarbe auch andere Merkmale zu nennen, aufgrund derer sie kontrolliert wurden. Die polizeiliche Motivation ist aber die zentrale Frage des Rechts, denn sie müssen nachweisen können, dass der Polizist aufgrund ihrer Hautfarbe gehandelt hat. Daher wird in der aktuellen Debatte teils gefordert, eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast in Racial Profiling-Prozessen umzusetzen. In Deutschland gibt es ein erstes Gesetz, das diese Umkehr nun statuiert. Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Danach gilt, werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes überwiegend wahrscheinlich machen, obliegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen. Das Echo auf dieses Gesetz war teils sehr kontrovers. Es wurde unanständig genannt. Horst Seehofer hat gesagt, es sei im Grunde ein Wahnsinn. Es gab einen Aufschrei, bei dem man sich fragt, ob Teilen der Politik klar ist, welche Macht- und Gewaltverhältnisse hier vom Recht zur Verfügung gestellt werden. Auf der einen Seite bewaffnete Staatsbeamte mit dem Gewaltmonopol ausgestattet, auf der anderen Seite typischerweise ohnehin marginalisierte People of Color. Hinzu kommt auf der rechtlichen Ebene, wenn Polizeibeamte eine Maßnahme ergreifen, die innerhalb ihrer Befugnisse liegt und die sie aufgrund der erkennbaren Umstände für erforderlich halten durften, liegt ohnehin keine Diskriminierung vor. Erinnern wir uns nochmal an die weite, moderne Rassismusdefinition vom Anfang. Es geht gar nicht darum, einzelne Polizisten im Hinblick auf Diskriminierungen unter Generalverdacht zu stellen. Es geht stattdessen darum, eine Schwachstelle unseres gemeinsamen demokratischen Rechtsstaats auszumachen und die zum Wohle aller zu beseitigen. Wenn so das Polizeirecht noch feinere Instrumente zur Regulierung von staatlichen Maßnahmen bereitstellt, wird es am Ende allen zugutekommen. Nicht nur People of Color. Es werden nicht alle Fragen des Rassismus allein vom Recht gelöst werden können. Jede Hoffnung, hier ins Recht zu setzen, würde die Leistungsfähigkeit der Form des Rechts wohl überfordern. Bis es aber so weit kommt, gibt es noch genügend Raum für rechtliche Verbesserungen, die ausstehen. Das Recht muss dauerhaft an seinem eigenen Versprechen der wirklichen Universalität und Gerechtigkeit gemessen werden, auch wenn es dieses Versprechen in der Realität ständig verfehlen muss. Thank you.